Nächster Redner ist Magister Gerald Lorca. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Bundesminister, Hohes Haus, die Kollegin Voglauer hat ja mit ihrer Kritik am Bauernbund recht. Man muss nur aufpassen, die gehen dann her und schneiden deine Rede so zurecht, dass keiner mehr versteht, was du sagen wolltest. Und dann schicken sie das durchs Internet tausendfach und bewerben es auch noch. Da kennen die keinen Genierer vom Bauernbund. Ja, in diesem Abgabenänderungsgesetz sind sehr viele Dinge verwurstet. Gute Dinge mit weniger guten. Es wäre jetzt zu viel verlangt, in den wenigen Redeminuten alles auseinander zu zuzeln, was die Regierung da wie in einer Metzgerei in eine Extrawurst hineinverarbeitet hat. Um etwas Gutes hervorzuheben, die Umsatzsteuerbefreiung für Lebensmittelspenden setzt eine Forderung von NEOS um. Wir freuen uns, dass da diesem Wunsch Rechnung getragen wird. Aber es hat Kollege Fuchs schon hingewiesen auf die Umsatzsteuergrenze für Kleinunternehmer. Ja, da ist eigentlich nichts passiert außer einer anderen Konstruktion, aber die Betragssumme bleibt de facto dieselbe. Und was wir uns auch gewünscht hätten, wäre, dass man der Frage näher tritt, wie die erwerbstätige Bevölkerung entlastet werden kann, insbesondere die Vollzeitarbeitenden, weil wir im österreichischen Steuersystem sehr viele Anreize haben für Menschen, die in Teilzeit tätig sind. Da gibt es viele steuerliche Begünstigungen und die, die in Vollzeit tätig sind, haben diese Begünstigungen nicht und die Überstunden machen, sind dort auch noch betraglich begrenzt. Ich bringe daher einen Abänderungsantrag ein, der dem eingangs bezeichneten Ausschussbericht angeschlossene Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert. Artikel 1. Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 wird wie folgt geändert. Erstens, in Ziffer 8 wird nach Ziffer A folgende Ziffer AA eingefügt. AA. Im § 33 Absatz 5 wird nach Ziffer 4 folgende Ziffer 5 angefügt. Fünftens, ein Vollzeitabsetzbetrag von 100 Euro für jeden Monat, in dem eine Vollzeitbeschäftigung vorliegt. Zweitens, nach Ziffer 13 wird folgende Ziffer 13a angefügt. 13a. § 68 Absatz 2 lautet wie folgt. Zusätzlich zu Absatz 1 sind Zuschläge für die ersten 20 Überstunden im Monat im Ausmaß von höchstens 50% des Grundlohns steuerfrei. Drittens, nach Ziffer 22 wird folgende Ziffer 22a angefügt. 22a. Im § 124b Ziffer 440 entfällt Litera b. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Galerie und Menschen da draußen, wie sie zitiert werden. Die wunderbare Geschäftsordnung verlangt es uns ab, dass wir Ihnen solche Buchstaben- und Zahlensalate vortragen. Ich würde es auch gerne anders machen, aber es ist leider nicht möglich. Einen schönen Abend.